Willkommen zurück bei Wie lange überleben wir heute? Meine Vermutung ist es nicht sehr lange. Tja, nun, jetzt haben wir ein tolles Lagerfeuer. Aber uns ist immer noch fürchterlich kalt. Das ist wirklich nicht gut. 11 Grad und es reicht einfach nicht, um dass uns warm wird. Das ist eigentlich wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr deprimierend, ne? Ich probiere mal kurz das aus. Keine Angst, mehr als sterben können wir nicht. Es wird einfach nicht wärmer. Und eigentlich, müsste das Wasser doch warm sein. Es ist aber nicht gut. Das Problem ist, schön, dass hier ein Feuer ist, aber das bringt mir ja alles nichts. Ich muss einfach weiter. Ich guck weiter. Ich meine, wir haben es hell. Und das Wetter klingt wirklich merkwürdig. Ja, es ist noch hell und ob ich nun in der Höhle an einem Feuer erfriere oder einfach weiterlaufe und erfriere, macht für mich nicht den großen Unterschied. Nein, das tut's nicht. Oh, der Wind ist ja auch wirklich richtig geil. Los, Wind, zeig's mir, was du kannst. Ja, ich merke schon. Oh Gott, ist das laut. War der Wind schon immer so blöd? Ich bin ein Profi, The Long Dark Spieler. Und weiß genau, was ich hier tue. Die Felsen sehen so anders texturiert aus, ne? Kann ich über den Baum laufen? Der sieht ja so... Ja, wie soll ich sagen? Ein Reh. Schön. Das verprügel ich gleich mit der bloßen Faust. Da kenne ich nichts. Es ist laut und windig. Hilfe. Ach ja, ach ja, ach ja. Das ist alles wirklich wunderschön. Anna, die Wertwende. Okay, alles klar. So geht's auch. Wo bin ich denn hier? Ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte. Aber wir haben einen netten Überblick über alles. Uiuiui. Hier ist der Elchausblick. Das ist derselbe Moment, wie wenn man in Fallout die Todeskranhöhle entdeckt und sich denkt, nein. What the fuck? Alter, die Bäume, die bewegen sich ja so krass cool. Oh Gott, ich dachte gerade, das ist ein Elchausblick. Ist hier kein Elch? Ist hier nicht mal irgendwas? Dort ist aber auch nichts, oder? Nee. Oh, oh, oh. Da unten ist das Reh. Oh, das wird mühsam. Das wird so unglaublich mühsam. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass am Anfang sich ein Feuer machen sich gar nicht mal so lohnt. Weil ich es nicht ausgleichen kann. Die Temperatur. Leider. So. Gesehen, dass da unten noch Stöckchen sind. Sind hier noch Rohrkolben vielleicht? Vielleicht, wenn es daran geht, Essen zu finden. So, und ganz schnell ein paar Stecker noch aufsammeln. Vielleicht retten sie uns ja das Leben. Ich glaube, es würde schon sehr, sehr viel bringen, wenn wir ein E-Zeug finden würden. Oder so. Jetzt ist natürlich der Wind weg, oder? Ja. Und hier sind noch Rohrkolben. Traum.
Sollte ich überhaupt noch zum Essen kommen, bevor ich sterbe, habe ich jetzt was. Da muss man ja auch ein bisschen denken. Traumhaft. Ich will das Gebiet aber nicht in einfach spielen. Ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, mein Ehrgeiz ist zu groß, als zu sagen, ich spiele das jetzt in einfach durch. Will ich irgendwie gar nicht. Aha. Ist alles höchst interessant. Wie komme ich da überhaupt hoch? Wo ich mit mir reden lasse, ist bei Benutzer definiert. Aber was soll ich denn einstellen? Oh, ein Regenbogen. Guck mal, oh, wie hübsch das aussieht. Oh. Oh. Beste Idee, jetzt klettern. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt wann dann, ha? Oh, da ist ein Häschen. Da ist ein Häschen. Oh, mir fällt es unglaublich schwer mit den Hasen, ne? Das ist immer noch so eine Sache. Nicht so angenehm. Ich kletter jetzt einfach mal. Was soll ich machen? Ich sterbe doch sowieso. Also kletter ich. Das ist mir deswegen so unangenehm, weil vor paar Monaten, also 2 Monaten, mein eigenes Häschen gestorben ist. Und das ist immer noch so ein bisschen blöd. Mag man kaum glauben, aber so ist es halt. Haustier ist Haustier, würde ich sagen. Wow. Das ist ja toll. Alter, komm! Wo sind wir? Alle klar, wir sterben. Noch mehr als zuvor. Holy moly. Okay. Auf jeden Fall ist hier ganz schön viel Zeug. Also, ich meine, mit Zeug meine ich zwar nur... Ach, du Heiliger. Du Heiliger Bimmer. Guck mal, da ist sogar Hagebutten. Oh, vielleicht kriegst du hin, vielleicht kriegst du hin. Okay, Management. La 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 la. Schnell, schnell, schnell. Okay, okay, okay. So. Alles klar, alles klar. Eine Höhle. Oh Gott, das ist ja hier. Was denn jetzt los? Na nü. Wir haben das Paradies hier vorne, hier bleiben wir. So, ganz schnell. Wir brauchen auch unbedingt erstmal Feuer. Das machen wir uns mit Brandbeschleuniger, weil wir es gerade können. Wir just need to close my eye. Nee, 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 er nicht mit Eis closen und so. Jetzt haben wir 3 Stunden. Jetzt mache ich erstmal das. Dann mache ich. Dann höre ich ihn gerade auf. Doch, das mache ich. Ich mache das. Uns wird warm. Uns wird warm, Leute. Uns wird einfach mal warm. Ist ja ein großer Traum. Dann das. Und dann das. Dass uns noch wärmer wird. Oh Gott, traumhaft, traumhaft, traumhaft. 19 Grad. Es geht bergauf, aber wir sind ganz schön müde. Und eigentlich müssten wir schlafen. Mhm. Den nehmen wir jetzt. Den verwenden wir sofort. Alles klar. 2 Stunden 30. Oh, okay. Ich hab gerade gedacht, wir haben den Schlafsack vergessen, aber hier ist er. Okay, ich schlafe 1 Stunde. Das war jetzt aber. Eieieiei. Was sollte ich machen? Was sollte ich machen? Sieht gut aus. Also die Temperatur stimmt. Was halt überhaupt nicht stimmt, ist, dass wir halt, ne, 16 Stunden über den Gefrierpunkt. Klar. Ein Ding. 1 Stunde. Wir haben zwar unglaublich viel Zedernholz, ne? Oh, man hangelt sich ja aber auch irgendwie von Ereignis zu Ereignis. Puh.
Haben übrigens Hundefutter gefunden. Also Essen. Mein Daumen steht ja wirklich richtig. Oh, guck mal, jetzt ist wieder gut. Und die sind halt aber immer noch furchtbar, furchtbar müde. Und ich, warte mal, ich heb die mal auf, bevor ich die vergesse. Und ich weiß halt nicht, ob ich das ausgleichen kann. Mit ausgleichen meine ich, dass wenn wir ohne Feuer schlafen, ob es warm genug ist, das glaube ich nämlich nicht. I lay down right here. If I thought I'd ever wake up again. Anna, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ah, hier sind es ja schon. Ja, hier geht es natürlich gerade noch hoch. Ich versuch's einfach mal. Was soll ich machen? Ich versuch's mal ohne Feuer. Ich glaube zwar nicht, dass das gut geht, aber. Okay, noch ist mir nicht kalt. Das kann sich aber gerade noch sehr, sehr schnell ändern. Oh, das Erfrierungsrisiko ist geheilt. Wirklich? Okay, jetzt ist wieder super, super kalt. Ich muss ein Feuer machen. Ich muss mich ausruhen. Es geht nicht anders. Es geht wirklich nicht anders. Hm. Da sagst du was, Anna. Da sagst du was. Ich muss ein Feuer machen. Oh, Feuer. Achso, nee, Moment, falsch. Nee, hä? Cold. So cold. Jetzt. Fire. Hot. Fire. Hm, okay. Okay, wir machen uns mal ein Feuer. Oh Mann, ey. Eieiei. Ohne vernünftige Klamotten ist es wirklich super, super schwer. Und wir brauchen aber gar nicht, weil wir können gar nicht weiter hochklettern, weil wir gar nicht die Energie dafür haben. Das brauchen wir gar nicht erst versuchen, ne? Weil wir haben ja wirklich eine Menge Zedernholz. Eieiei. Oh ja, schön. Blutrot. Super. So, langsam fangen auch die anderen Sachen hier an, blöd zu werden. Aber das geht immer noch alles. Contenance, Anna, Contenance, wir schaffen das. Wir sind halt einfach viel zu müde, ne? So. Tired. Geht mir immer so. Ich bin auch immer viel zu müde. So gerade am Nachmittag. Nachmittags habe ich immer so eine Phase. Da kann ich mich immer hinlegen. Im Mittagsschlaf machen, aber. Das ist meist nicht so gut. Und meist passt das einfach auch gar nicht, sich hinzulegen. So, letzte Zedernholz. Ich komme einfach nicht gut zum Schlafen hier, ne? Ist nicht sehr erforderlich, was ich hier mache, aber ich kann nichts anderes machen. Leider. Zumindest ist uns warm. Ist ja schon mal ganz angenehm. Warum haben wir eigentlich noch ein rotes Kreuz? Was ist genau 7 Stunden? Na ja. Da
Das ist einfach alles nicht geil. Werdet ihr niemals überstehen. Niemals. Schon gar nicht mit dem wenigen Schlaf. Also, ich sehe ein bisschen schwarz, muss ich sagen. Ich sehe ein bisschen sehr schwarz. Das Hochklettern bringt mir in dem Sinne auch nicht so viel. Ein Dreier. Also, ne, wir sind halt auch unendlich müde. Ach, puh, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Hochlaufen, hochgehen ist halt einfach nicht drin, ne? Weil wir viel zu müde sind. Also hochklettern, hochlaufen, was rede ich denn hier? Also hochklettern ist nicht drin. Und wenn ich runterkletter, ja, dann, Was verletzen die mich? Das sieht so gefährlich aus. Wo ist denn hier eigentlich der Kletterseil? Totes Gestrüpp? Zum Zerlegen im Beil benötigt. Stimmt, wir konnten das ja zerlegen. Aber muss man ja unglaublich nah rangehen. Ja. So. Ein guter Rat ist teuer, meine Lieben. Was bringt das mir, wenn ich hier unten bin? Vielleicht eine Fackel mitnehmen sollen? Ah, hätte mir vielleicht auch nicht so viel gebracht. Ich kann nur runter. Also wir werden halt wieder sterben, ne? Ich mach das so lange, bis wir das schaffen. Und wie? Wenn man erstmal über so einen bestimmten... Wir fallen gleich runter, ne? Warum fallen wir nicht runter? Eigentlich fällt man doch runter, wenn man nicht mehr sich halten kann, oder? Ich glaube, wenn man so einen gewissen Punkt überwunden hat, dann kann es eigentlich nur besser werden. Aber den haben wir halt überhaupt nicht überwunden, ne? Da sind wir halt noch sehr, sehr weit entfernt von. Und ich sehe halt auch nichts. Überhaupt nichts. Man, it's too hard to think straight. Nee. Ich weiß nicht, ob eine Höhle was bringen würde. Weil ich nicht weiß, wie die Temperaturen in der Höhle sind. Ob die jetzt so viel geiler sind, ist... Komm ich hier rein? Nee. Ich sehe halt auch nichts, ne? Ich sehe halt einfach gar nichts. Ich sehe einfach nichts. Oh! Eine Talhöhle! Was bedeutet? Also nun, ne? Wir haben nichts mehr, oder? Wir haben, glaube ich, ein Stöckchen. Aber vielleicht reicht das mal ganz kurz, um kurz die Höhle zu beleuchten. Vielleicht liegt hier was drin, was wir gerade nicht sehen. Come on, Fire. Come on. Aber es ist auch nur so eine Höhle. Ich weiß nicht, ob es hier warm drin ist. Oh, so viele Fragen. Ich dachte auch erst, dass das vielleicht uninteressant sein kann, weil man keine menschlich gebauten Gebäude hat. Ich sehe wirklich gar nichts, ne?
bringt mir auch wirklich überhaupt nichts, habe ich das Gefühl. Oh, ich komme nicht mal mehr raus. Das ist ja geil. Ich bin genau in die Ecke gegangen. Und komme hier nicht mehr raus. Ohne... Jetzt hat er auch noch Hunger. Ohne mich eigentlich zu verbrennen. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Wir haben eine Magnesiumfackel. Ach komm. Ich zünde die jetzt einfach an. Als ob ich so lange überleben werde, um einem Wolf damit... Ohoho! Ja, wow! Ist der untarget? Na klar! Sehr schön. Oh. Oh, 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 oh. Guck mal einer an. Kohle wäre geil. Oh, man sieht wirklich so überhaupt nichts. Es ist wirklich dark. Es ist aber auch, es ist kalt, wir sind müde. Es ist wirklich alles. Hier ist warm, aber hier ist warm wegen dem Feuer, ne? Es ist wirklich alles richtig scheiße. Was zu sagen, ne? Oh, Himmel, Herrgott, ey. Himmel, Herrgott. Tja, nun, ich kann jetzt noch mein neu erworbenes Heftchen. Das haben wir noch nie gefunden. Ein detailliertes Handbuch zur Jagd mit Pfeil und Bogen. Erforscht es um deine... Ja, super, Bogen. Hab ich gerade nicht. Ist gerade nicht da. Ist nicht vorhanden. Okay. Also, ich weiß nicht, vielleicht überstehen wir die Nacht noch. Ich bin mir aber überhaupt nicht sicher. Ich würde nicht drauf wetten. Weil drin ist es halt auch nicht warm. Ich kann es nur probieren. Wir brauchen halt Licht, ne? Wir brauchen unbedingt Licht. Ohne Licht ist wirklich richtig kacke, gerade in einem Gebiet, was man nicht kennt. Aber da erzähle ich euch nichts Neues. Ja, es ist kalt. Ist es im hinteren Teil vielleicht wärmer? Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube ja fast nicht. Ich muss so ein bisschen einfach was essen, um dass wir wenigstens da nicht die Gesundheit verlieren. Ich schlafe noch eine Stunde. Keine Ahnung, ob das was wird. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh je, jetzt werden wir gleich wieder unterkühlt sein. Aber das Risiko muss ich jetzt eingehen. Okay. Es ist wenigstens hell und es ist aber kalt, aber wir sterben gleich. Okay, cool. Was ist denn das hier? Ich weiß es nicht. Hier hinten ist es doch auf keinen Fall wärmer, oder? Ne, hier hinten wird es auch nicht wärmer. Aber mir wird doch gerade... Na, hm. Wir sind gleich wieder kurz vorm Umkippen. Oh, ich finde diese Sterbeanimation wirklich verscheußlich, wenn ich das so sagen darf. Ich finde die wirklich scheußlich. Die ist nicht angenehm. Ich höre irgendwo Krähen. Da oben. Da oben ist eine Leiche. Liegt eine Waffe bei der Leiche? Kann es sein, dass da eine Waffe liegt? Die bringt mir zwar jetzt überhaupt nichts, aber...
Ich will wenigstens noch mal gucken. Komme ich da überhaupt hin? Oh. Oh, nee, nicht schon wieder. Nee, schon wieder. Ich schaff das noch zu der Leiche. Ich will wenigstens wissen, es ist eine Waffe, ne? Ja, 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 cool. Oh, es wäre geil, wenn wir nochmal so cool. Hui, ich hab eine Waffe, ich kann mich selber erschießen. Ein Bärenjunges Felle. Okay. Geile Sache. Aber wir werden halt sterben, ne? Ach, Mann. Willkommen, steigen Sie ein. Im Nebenpart gibt es einen Tod von Anna. Ah. Komm, ich guck mal. New day is dawning. Ja, hey. Nun. Das wird witzig. Das wird wirklich witzig. Hui! Wie sie so hin und her wabbelt, ne? Was ist denn das da? Was ist das? Ich werde. Eine geheime Box? I'm so tired. I just lay down right here. Holy moly, da war ja alle drinne. Gut zu wissen. Oh Gott, eigentlich war es war sehr ruhig dort, ne? Es gab keinen Wolf, kein sonst irgendwas. Vorhin war es da ein bisschen gefährlicher. Okay, ich versuche es tatsächlich dann. Das ist ja klasse. Wow, ich muss sagen, es macht irgendwie Spaß. Es ist ja auch irgendwann ein bisschen, was heißt langweilig, aber ne, in den anderen Spielständen sind wir eigentlich immer sehr, sehr safe und fahren sehr safe. Und von daher, ich find das irgendwie ganz witzig, das so zu machen. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich das nochmal versuche. Und wenn nicht, stelle ich was... Oder ich warte erstmal auf eure Reaktion und mach dann... Ich würde aber gerne es noch einmal versuchen. Ich habe gerade Lust, nochmal das zu versuchen. Und wenn dann vielleicht Benutzer definiert oder so, wir kriegen das schon irgendwie hin. Weil es wäre auch, ich fände das super langweilig, wenn wir im einfachsten Modus oder im zweiteinfachsten Modus die Gegend erkunden. Und wäre ich da gar keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Dann gucken wir mal. Ich freue mich, ich finde das macht irgendwie Spaß, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie, ich ärgere mich darüber nicht oder so, weil ich finde das irgendwie ganz witzig. Das ist mal eine Herausforderung wieder. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei dem nächsten Tod von Anna. Vielleicht haben wir diesmal wieder kein Glück mit dem Wetter, aber, also mit der Dunkelheit. Dann schauen wir mal. Bis dann. Tschüss.